Bereits im vergangenen Sommer hatten sich die Top-Wirtschaftsmächte auf eine bahnbrechende Reform des internationalen Steuersystems geeinigt. Diese rückt nun in greifbare Nähe. Unter dem Dach der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, haben am Freitag in Paris 136 Staaten der globalen Steuerreform zugestimmt. Das Abkommen öffne den Weg zu einer echten Steuerrevolution für das 21. Jahrhundert, so der französische Finanzminister Bruno Le Maire. Es sei eine Steuerrevolution, weil sie mehr Steuergerechtigkeit schaffe. Endlich würden die digitalen Riesen ihren gerechten Anteil an den Steuern in den Ländern zahlen, in denen sie Gewinne machten. International tätige Firmen sollen demnach ab 2023 unabhängig von ihrem Sitz mindestens 15% Steuern zahlen. Die OECD rechnet allein dadurch mit umgerechnet 130 Milliarden Euro Steuereinnahmen weltweit. Fast alle OECD-Staaten hatten auf Arbeitsebene bereits zugestimmt, darunter bekannte Steueroasen. Auch das Niedrigsteuerland Irland beugte sich kurz vor der OECD-Einigung dem internationalen Druck.